Die Liftachse geht automatisch runter, wenn man ein gewisses Maß an Gewicht geladen hat. Fangen wir wieder auf. Auch wenn es nur ein Handy ist. Sonst hätte ich ganz wenig. Die Auflösung vom Handy ist doch gut, oder nicht? Ja, aber ich meine halt. Nee, das macht ja noch kein 4K, ne? Ja, das musst du filmen. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ja. Du mich auch. Wie haust du das immer raus? Kopierst du einen bisschen schwarzen Rahmen rüber oder was? Oh, was wie? Beim Filmen? Nee. Oder nee. Verpixeln. So und wo Daniel einmal seine Hose geopfert hat für uns. Könnt ihr ihm auch da Danke sagen. Wollen wir doch mal, nochmal, bevor sie ganz im Müll kommt, nochmal ein bisschen mit dem Höselchen putzen, ne? Sieht's doch schon viel besser aus. Ach, wie das wieder glänzt. Wie so ein Honigkuchenpferd. Schön. Ach hier, deswegen konnte ich auch nichts mehr sehen beim Rückwärtsfahren. So. Bitte schön, gehen Sie vor erst. Die hatten hier mal eine Dusche, eine total vergammelte Dusche. Jetzt haben sie umgebaut. Jetzt haben sie da drei Duschen von gemacht. Aber jetzt gehe ich hier nicht mehr duschen, weil ich meinen Arsch nicht mit anderen Leuten teile. Das steht fest. Ich nicht. Wenn ich die Seife fallen lasse, dann soll mein Arsch Jungfrau bleiben. Und wenn ich eine Gabel fressen muss, dann scheiße ich zwar in Streifen, aber das ist es mir auch wert. Oh Junge. Ich habe erst in einer Stunde Termin eigentlich hier und die Klamotten sind schon grün. Man kann sich das auf einer Tafel angucken, ob seine Tour grün oder rot ist. Wenn sie grün ist, darfst du schon rein. Ja, das war gar nicht schlecht. Jetzt will ich mal schnell die Gardinen noch aufmachen und dann geht's los. Ich wollte eigentlich nur pinkeln gehen, aber dachte, guck beim Vorbeigehen auf die Tafel. Ja, hat sich ja gelohnt. Jetzt muss ich noch warten, bis er Teil 6 hier von dieser Fernfahrer-Doku fertig hat. Ja. 15 Stunden Pause fast und 3 Stunden geschlafen. So. Und dann heißt es, wie konnte das sein, dass der Fahrer einschläft? Ja, weil es einfach nicht geht. Weil der Rhythmus total im Arsch ist, weil er morgens, nachts und abends fährt. Und mittags und nachmittags auch noch. Und durch so eine Scheiße kommt so ein Mist zustande.
ich muss euch ja noch beiwiegen, dass immer, wenn ich Pause habe, auch noch Automotor und Sport lese. Kriege ich auch kaum noch durch, seit ich diese ganzen Videos mache. Aber naja, ich bin AMS-Abonnent, das steht fest. Kauft euch eine AMS, steht auch noch fest. Und wir sind auf dem Weg von Haldensleben, also Magdeburg, da über Hannover nach Bremen, nach Delmenhorst. Und von da aus geht's denn querfeldein, Bumsstraße, geht's dann in die Gegend hinten zum Feierabend machen. LKW interessieren mich einfach nicht. Ich fahre die Dinger einfach nur, das sind für mich Arbeitsgeräte und gut ist. Mich interessieren PKW, hier so ein Range Rover würde ich mir holen. Das wären auch geile Dinger, wenn ich Geld hätte. Habe ich ja nicht, ich bin ja nur Fernfahrer und da verdienst du ja nichts. Das kannst du ja vergessen, die Zeiten sind schon lange vorbei, dass du hier mal Geld verdient hast. Also guckst du eine Röhre und fährst für den Rest deines Lebens VW. Was ja nicht schlimm ist. Ich finde VW gut. Ich musste doch nochmal anhalten, denn statt für 3,60 habe ich dieses Baguette für 1,80 gekriegt. Mitten in der Nacht, also 0 Uhr haben wir es ja jetzt, da kriege ich die hier in der Tanke nämlich billiger. Ja, und da kann ich doch nicht Nein sagen, da halte ich doch nochmal an, oder? Ich muss mir das natürlich noch ein bisschen schön machen, weil das liegt ja alles nur am Rand. Weil es ist alles nur Deko. Weil meine 15 Minuten Pause, die muss ich ja sowieso machen, dann kann ich es auch jetzt machen. Nein, Mund zu beim Kauen. Ja, Mama. Ach, Gott sei Dank. Angekommen. Ich stehe an der Rampe und bin total im Arsch. Das steht fest. Weil 3 Stunden schlafen reicht einfach nicht. Ist natürlich klar. Vielleicht noch 1,5 Stunden nach Hause. Aber zwischendurch noch angehalten. Eine Runde um LKW gelatscht. Weil es einfach nicht mehr ging. Kannst du vergessen. Jetzt wird meine Fahrerkarte ausgelesen. Ich bin nämlich da, zu Hause, oder fast zu Hause, im Industriegebiet. Jetzt will ich meinen Wecker noch stellen, auf 5 Stunden oder so schlafen. Dann hole mich mein Bruder ab, wenn ich denn die 5 Stunden auch schlafen kann, weil hier ist ja ein Industriegebiet, hier ist auch 50. Aber wenn die ganzen PKW an einem vorbeiknallen, also es sind eigentlich nicht viele, aber wenn die PKW an einem vorbeiknallen, die hier mit 80, 90 Sachen an einem vorbeiballern, dann fällst du bald aus dem Bett, dann wackelt die Hütte. Die Leute, die sind nicht ganz gescheit. Die haben so einen an der Klatsche. Wenn ich hier dann drin liege und und alles wackelt, also da kriegst du einen Föhn, das kannst du glauben. Da kriegst du echt einen Föhn. Kriegst du echt einen Föhn. Muss ich mal gerade wegleuchten, sonst steht da gleich mein Name. Oh, vernünftig steht da oben. Ah. Naja, ich gehe jetzt ins Bett. Ich habe es bitter nötig. Kaputt wie Hund. Bis denn. So, mein Bruder ist schon. Ich meine, Quatsch. Beste, was einem passieren kann. Ich bin von alleine wach geworden. 20 Minuten vor 11 Uhr. Da will ich mal anrufen, dass er losfahren kann. Und dann geht's Wochenende ganz langsam los. Ne? Weil wenn der anruft, das macht er immer so aggressiv irgendwie. Da bin ich immer so traurig und sowas. Letztes Mal abschließen diese Woche. Leute, ich bin auf dem Heimweg. Die Sache hat sich jetzt erledigt hier. Jetzt ist Feierabend. Mein Bruderchen sitzt hier wieder neben mir. Hast du mich vermisst? Nee. So,
Es ist also alles wie immer. Und oh, jetzt kommt da noch ein Trecker vor mir. Achso, was macht der denn da? Oh, Leute. Danke an Daniel fürs Korrekturgucken und für seine Hose. Danke, dass du mir deine Hose geliehen hast. Das habe ich, glaube ich, auch noch nie gesagt in meinem Leben. Naja gut, war auch ein super Putzlauf, da gibt's nichts. Und ja, wie schnell fahren wir denn? Ich kann mein Tempo gar nicht sehen hier. Lebensgefährlich und unverantwortlich. So wisst ihr Bescheid. Filmt nicht während der Fahrt und so weiter. Und bitte vernünftig. Und danke fürs Zugucken, dass ihr die ganzen 7, 8, ich weiß gar nicht, wie viele Teile es jetzt werden, dass ihr die alle durchguckt. Und wer jetzt keinen Daumen gesetzt hat, der geht jetzt nochmal schön zurück und setzt überall schöne Daumen. Das ist ja wohl sonnenklar. Ansonsten mache ich nie wieder Videos. So, Updates davon. Mann, was habt ihr euch die Köpfe heiß geredet? Das ist doch einfach nur ein VW. Leg das Scheißding mal aus der Hand und komm rein zum Essen. Ja, Mama.